Und damit herzlich willkommen zu Candles. Ja, ein Spielchen, ein Minispiel, ein Indie-Horror-Game, das ich mal beim guten Gronkh gesehen habe. Vor langer Zeit, ich glaube, da habe ich selber noch gar nicht Let's Played. Und jetzt, glaube ich, habe ich alles vergessen. Ich kann mich nur an eine Szene erinnern. Und die war gruselig. Ich hoffe, der Rest ist auch gruselig. Ganz ehrlich, ich kann mich an nichts mehr erinnern. So, Enter the Forest. Okay, wir betreten einen Wald. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Ich habe nur gesehen, dass wir in einem Häuschen waren. Aber mehr verrate ich jetzt auch nicht. So, die Maus ist im Bild. Aber, okay, es ist weg. Ich höre Kindergelächter. Okay. Erinnert mich ein bisschen an Slender, die Fußstapfen. Wobei, nein, das hört sich immer so an, als ob jemand ein Taco isst oder so. Oder Chips. So. Ich höre Kinder. Ist das gut? Hat ein Kind gerade gepupst oder hat sich mein Tisch gerade bewegt? Ein interaktives Game, wo sich dann hier auch alles bewegt. Was ist das? 4D? Sogar 5D wahrscheinlich. Oh, komm mal, da oben brennt was. Oh. Gehen wir mal dort hoch. Ich höre ein Meer. Eine Brandung. Schön. Oh Mann, ziemlich gefährlich hier oben zu wohnen, oder? Ja. Gibt's hier hinter was? Muss ich jetzt intuitiv hier... Oh, ich werde aufgehalten von Unsichtbaren. Unsichtbaren. So. Komm hier rein. While you've been away, your basement can bla 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 bla. Wenn ihr es durchlesen wollt, lest euch durch. Diese Schrift kann man ja kaum lesen. So, irgendwas ist hier los. Candles. Kann ich die anzünden? Nein. Es geht... Oh. Licht. Licht. Bitte. Bitte gib mir Licht. Oh, waren wir das oder... Nein, das kann nicht sein. Ich glaube, irgendjemand ist hier... mit uns im Haus. Aber wer? Du? Nein, du siehst einfach zulässig und locker aus. Du willst niemanden umbringen. Du willst nur jedem schlagen. Ja, ich würde sagen, hast du leichte, zierliche Wangenknochen? Ich glaube, das ist Ballerina, oder? Ja, würde ich jetzt so intuitiv sagen. Ich habe gute Menschenkenntnisse. Was bist du? Es bewegt sich. Es könnten zwei Leuchtkäfer sein, die synchron miteinander fliegen. Was ist das denn? Hey, du bist eine Ziege, huh? Ah, ah. Hey, wow. Tut es mir weh? Alter, ich will keinen Scheiß mit dir, Mann. Du kannst ruhig mit mir wohnen. Ich mag Mitbewohner. Auch wenn es Ziegen sind. Auch wenn ich ja eigentlich... Tiere verboten sind. Oh, okay. Wir haben jetzt einen Mitbewohner in unserer WG. Das ist doch super, oder? Was zur Hölle? War's das? Was ist jetzt los? Bin ich tot? Oh nein, ich bin tot. Enter the forest. Muss man hier ganz lange überleben, oder was? Ach du Scheiße. Moment mal. Da. Die roten Augen sind immer noch hier. Links auch, oder was? Ich sehe euch. Okay. Moment mal, oder sind es die roten Augen hiervon? Oh Scheiße. Jetzt muss ich den irgendwie hier locken. Hey, kleiner Mann, komm her. Oh nein. Oh nein. Okay. Das öffne ich nicht. Nein, vergiss es. Es geht nicht auf. Scheint alles sicher zu sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich sehe nichts. Willst du Stress mit mir? Oh.
Oh nein! Oh nein! Oh, oh nein! Oh nein! Nein! Ah, Mist! Wie hängen wir den denn ab? Ach du Scheiße. Ja, machen wir hier Enter the Forest. Einmal versuchen wir es noch. Verdammt, ich muss irgendwie dann schnell nach hinten rennen. Ja, ja, ja. Da steht wahrscheinlich alles Wichtige drin, was man beachten muss. Hey. Das ist mir jetzt aber peinlich. Ich habe das Licht angemacht. Es ist weg. Ah. Aha. Hey, komm ins Licht. Komm ins Licht. Komm her. Komm doch ins Licht, Mann. Ja. Willst du? Willst du? Ah, die sterben im Kerzenlicht. Ah. Jetzt habe ich es gecheckt. Perfekt. Okay, okay, okay. Da ist eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. An diese Szene kann ich mich, glaube ich, nur erinnern. Hier, das hier. Da ist Conk dann auch weggerannt. Da dachte ich, what the fuck, wo ist das denn? Oh. Oh, oh. Hey, komm da raus jetzt. Okay, wir versuchen es nochmal. Ah, Mann. Scheiße, ich habe voll Angst vor den Viechern. Ich will keine Ziegen als Mitbewohner haben. Die essen mir doch mein ganzes Gras weg, Mann. Habe ich jetzt die Tür geöffnet? Enter the Forest. So, jetzt nochmal. Das ist ja geil, das Spiel. Cool. So. Einfach Candles googeln. Alle fragen mal, hey, wo lädst du das und dies und das? Oh, ganz vergessen, ganz vergessen. Hier geht's ja schon los. Stirb. So. Okay, der ist auch tot. Gibt's hier vielleicht was Wichtiges drin? Nein, anscheinend nicht. Gut, den Kollegen müssen wir jetzt auch irgendwie umlegen. Ich erschrecke mich immer wieder. Alles klar, alles klar. Bewegt sich da was? Hier ist nichts. War's das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Im Zimmer oben war ich aber, glaube ich, noch nicht, oder? Hey! Hey! Immer schön die Kerze anzünden. Immer schön die Kerze anzünden. Ein Schlüssel. There it is. No, I can get into my cellar. Oh, in den Keller. Wollen wir das denn? Wollen wir in den Keller? Nein. Wollen wir nicht. Oh, hier kommt doch gleich was ausgehüpft. Immer schön an der Kerze lang gehen. Hat das Licht ausgemacht. Nimm, nimm, mach, mach. Wo ist denn der Keller? Hier oben kriegen die mich nicht. Hier oben kriegen die mich nicht. Oh. Ist das der Keller hier? Ja. Ich glaube schon. Oh, da ist der, da ist der, da ist der, da ist der. Oh Mann, das quietscht und knarzt hier alles so. Oh, hey, mach mal auf hier. Und mach an. Super. Womit zünde ich die eigentlich an? Einfach mit meinem Aussehen. Okay, okay. Was ist hier? Was kann ich jetzt hier nehmen? Die Kiste kann ich auch nicht öffnen. Nichts. Nichts Interessantes. Das sind wahrscheinlich die Entwickler. Das Entwicklerteam. Nichts.
Oh, geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg. Ey, 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 lass mich durch. Wow, was wird das denn? Ich habe mit dem Stuhl getanzt. Oh Mann, ich muss jetzt schnell da hoch. Tschüss. Es ist tot, es ist tot, es ist tot. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ach, hier ist eine Kerze. Habe ich gar nicht gesehen. Huiuiuiuiui. Okay, wir sind jetzt im Keller. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was gibt es hier jetzt so zu finden? Soll ich hier was antreiben? Ah. Geh mal an. Musste ich eigentlich sämtliche Kerzen anzünden? War das das? Nein, Holly aus der Vergangenheit, du Idiot. Du musst nicht alle Kerzen anmachen. Ich zeig dir jetzt mal, was du machen musst. Du musst hier an der Kurbel nämlich drehen. So. Ah, nee, Moment. Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Es ist angegangen. Es ist angegangen. Muss ich nochmal drehen, vielleicht? So, komm, komm. Da sind die endgültig zerstört, diese Dinger. Ne? Ist schon, oder? Ja. Alles leuchtet jetzt komplett. Habe ich mein Ziel erreicht? Wobei, da drin sind noch welche. Ich muss alles normal spielen, weil gestern habe ich aufgenommen und dachte, das Spiel ist vorbei, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich geguckt, so Candles, halt andere Walkthroughs, wollte gucken, was die so gemacht haben. Und dann habe ich gesehen, die haben da dran gekurbelt. Und dann dachte ich, fuck, es geht ja doch noch weiter. Aber diese Typen hier habe ich noch nicht erlegt. Komm her, kleiner Mann. Gruselig. Okay. Jetzt soll es aber an hier, oder? Muss ich nochmal drehen? Ich will nochmal drehen. Yeah. Na, ich glaube, der arbeitet noch nicht ganz. Ne, es geht nicht. Es geht nicht. Ah. Dann versuche ich mal hochzugehen. Vielleicht, hat sich jetzt irgendetwas geöffnet. Vielleicht habe ich irgendetwas freigeschaltet. Immer schön Licht anmachen. Immer schön Licht anmachen. So, der Generator läuft jetzt. Muss ich vielleicht wirklich trotzdem alle Kerzen anzünden? Habe ich hier alle besiegt? Hier war gar keiner. Okay, die Stühle sind wieder am Rum. Hau ab. Am Rum. Plumpsen. Ja, hier habe ich noch nicht alle angemacht. So. So. Okay, war's das jetzt? Mich habe ich auch besiegt, oder? Oh, jetzt. Das war's jetzt. So, hey. So, Soll ich jetzt raus? Geht's draußen noch weiter vielleicht? While you've been away, your basement generator must have some fuel. Was? Hä? Aber ich hab den doch jetzt aktiviert. Sag nicht, ich muss alles normal machen. Mein lieber Scholli. So. Der ist doch jetzt an, oder nicht? Hat das Spiel kein Ende? Komm schon! Ist es jetzt an? Jupp, das Ding hier ist sogar geplatzt. Das ist ja krass. Kann ich vielleicht noch mehr antreiben?
Geht's? Wow, jetzt geht's aber ab hier. Wow, jetzt habe ich eine Disco. Das ist geil. Ich habe eine Disco im Keller. Oh nein, ist wieder ausgegangen. Oh oh, Moment. Na? Na, greif ihn, greif ihn. Scheiße. Mist, das war so... Ah, das war so gut. Moment, ich treib's mal nochmal an. Na? Oh Gott, mir wird's schlecht. Das arbeitet nicht mehr so gut. Scheiße. Na komm, mach jetzt. Eben habe ich es auch geschafft. Na! Oh, Himmelarsch und Zwirn. Zwirn. Himmelarsch und Zwirn. Ah, das zieht sich jetzt in die Länge hier. Na. Ja, geht doch. Man muss das langsam machen, mit Gefühl. Ah. Weiter, 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 weiter. Ah, nicht mit Gewalt, Holly, siehst du? So. Irgendwie ist das Ding kaputt. Hab's kaputt gemacht. Egal, das war Candles jetzt offiziell. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich fand's ein bisschen gruselig, ja. Das war wirklich sehr gruselig. Ja doch, hier leuchtet jetzt alles. Also. Hier leuchtet doch jetzt alles. Ist doch alles richtig, oder? Alles richtig. Können wir nochmal kurz die Räume durchstecken. Ups, wow, wow, wow. Und durch die Gegend fliegen, einfach mal so, weil wir's können. Hier leuchtet nichts. Ja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So, kann ich jetzt hier schlafen gehen? Nein. Kann ich hier oben schlafen gehen, bitte? Nein, es geht auch nicht. Finally, I can get some sleep. Ah. Super. Das war's jetzt. Nein, okay, das war's jetzt mit Candles. Nettes kleines Indie-Horror-Game. Könnt ihr ja mal euren Freunden zum Spielen geben. Genau wie ich es meinem Bruder gleich spielen lassen werde und mich über ihn erfreuen werde. Was war das denn gerade für ein Lachen? So, wir sehen uns im nächsten Part von irgendeinem kleinen Indie-Horror-Game wieder und ja, bis zum nächsten Mal.